Wahlkampfsplitter des Jahres 1976. Im Jahr zuvor errang unser Gladbeck bekanntlich einen fulminanten Sieg in Münster. Es war das sogenannte Nikolausurteil, das die kurze Glabotki-Episode beendete und Gladbeck die hart erkämpfte Selbstständigkeit bescherte. Manche mögen es nur als einen Teilerfolg bezeichnen, da wir nun im Kreis Recklinghausen unsere neue Heimat fanden. Naja. Das Jahr 1976 jedoch brachte deshalb viele Veränderungen mit sich. Der krönende Abschluss fand am 3. Oktober statt. Es war der Tag, an dem der 8. Deutsche Bundestag gewählt wurde. Gleichzeitig bestimmten wir in Gladbeck über die neue Zusammensetzung des Kreistages und die Machtverhältnisse im Rat unserer Stadt Gladbeck. Die CDU-CSU erreichte mit ihrem Kanzlerkandidaten Helmut Kohl eines ihrer besten Wahlergebnisse im Bund. Die traumhaften 48,6% reichten jedoch nicht aus, um schon dieses Mal die große Koalition von SPD und FDP auszuhebeln. Der amtierende Bundeskanzler Helmut Schmidt musste jedoch mit seinen 42,6% eine deutliche Wahlniederlage hinnehmen. In diesem Film beobachten wir die Gladbecker CDU bei ihrem Straßenwahlkampf in der Innenstadt. Selbst anhand dieser Stummfilmaufnahmen ist deutlich das intensive Engagement der vielen CDU-Wahlhelfer zu erkennen. Erfreuen Sie sich an diesen Impressionen, die ich Ihnen weitestgehend unkommentiert überlasse. Viel Spaß dabei! Ja, die Älteren unter Ihnen werden sicherlich den eine oder andere Person, die hier im Bild erscheint, so wie hier Eberhard Ulrich, unser damaliger Landtagsabgeordneter, die eine oder andere Person wiedererkennen. Trotzdem, an einer oder anderen Stelle werde ich hier mal Namen nennen. Rechts Burchard Strunz, links Klaus Altenhölscher. In der Mitte, das bin ich. So, wir kommen nun langsam zum Ende dieser Impressionen des Wahlkampfes 1976. In einem kurzen Abstecher in den Gladbecker Süden, in den Stadtteil Brauk und Rosenhügel, beschließen wir diese Dokumentation. Übrigens, der Gladbecker Süden hat es besonders schwer gehabt, seit Jahrzehnten Boden für die CDU gut zu machen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir hoffen, diese Dokumentation hat Ihnen ein wenig Freude bereitet und Sie in Erinnerungen an Vergangenes stellen lassen. Ich sage Tschüss, Ihr Wolfgang Rossmann.